Hallihallo und ein herzliches Willkommen Vielen zurück Dank. zu God of War Ragnarök. Wir machen relativ nahtlos da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, in dieser Traumsequenz oder wie auch immer sich das schimpft. Und jetzt gucken wir einfach mal, ne? Ihr könnt mir auch gern mal noch sagen, ob ihr jetzt eher ein Let's Play wollt oder eher sporadische Videos. Ich richte das halt auch einfach danach, wie es Soll ankommt ich den bei etwa euch. aufgeben? Und dann sehe ich ja, wie es gewünscht ist oder wie es nicht gewünscht ist. Wie gesagt, Bewertungen in Sehr brav. Abo und Bimmelleuten und das ganze Quiesch, Krasch, Kruscht nicht vergessen. Das würde mich freuen und mich natürlich unterstützen und würde mir zeigen, ob ihr es mögt oder eher nicht. Natürlich konstruktive Kritik und so weiter und so fort. Und na, ihr kennt es ja. Faye. Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! Bruder! Bruder? Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. Dann schauen wir mal, wo der Junge ist. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Das Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Er kroch hier durch. Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. So, renn zu, du Nudel. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Lautnermen! Und wir sind nicht allein. Tja, dann gibt's jetzt auch schon mal auf Gusch. Von rechts! Noch ein Räuber! Von links! Achtung! Hinter dir! Verfluchte Räuber! Sie dürften nicht so nah. So, macht schon wieder mal richtig viel Bock, das Kampfsystem. Da vorne ist ein Baum, ja? Und? Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Aha, die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut.
Jo, wo sind wir denn jetzt? Ah, da, nein. Nein, ins Loch. Nein, ins Loch. Und was hältst du von Prophezeiungen, Mimir? Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Mal auf, da halt weiter. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Ja, Opfer. Also nicht wundern, ich habe jetzt diese Gesundheitsbalken ausgeblendet, weil das ist, da bin ich eigentlich gar nicht so der Freund von. Jetzt ja, ab, Fuß ab. Nicht mit mir, Freundchen oder Freundin oder wie auch immer. Ja, so muss das sein, ne? Zu viele immer ins Gesicht. In der Nähe muss ein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. Haben wir da Schönes. Geschmiedetes Eisen und Haxe. Können wir das kaputt machen? Ja, können wir auch. Sehr gut. Bestimmt. Loot. Loot ist immer gut. Oder du machst das. Ja, das war ja. Das war ja. Das war ja super. Weg von dir! So, komm her. Oh mal, verhackstückeln wir dich mal. Kratos, unser Schnetzelgott. Kischle. Nehmen wir auf jeden Fall nur mit. Die Spur führt wieder heraus. Wir müssen hoch, um sie wieder ja, zu finden. Ja, entspann dich, Kollege. Hey, so viel Stress. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Atreus, wo bist du? Uiuiuiuiuiuiui. Ja, massiger Teddy, du. Wir haben den Bären gefunden. Top Jörn. Glaub ich's. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie ich kontern kann. Eieiei. Das ist aber schon massig. Eieiei. Fuck you. Oh. Jetzt
du hast mich noch nicht wütend erlebt, mein Freund. Kratos, der alte Grantler. Ich dich, Nudel. Ja, jetzt hau mal, oder? Das hab ich jetzt gecheckt. Ich hätte da hier so einen Finish-Move machen müssen. Och, der Arme. Irgendwie tut er mir leid. Der hat angefangen. Hä? Atreus! 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 Was? Konzentrier dich. Butzerfug. Was ist passiert? Erinnerst dich nicht. Ich begrub Fenrir. Und, keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt. Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll? Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Nimm dich zusammen. So,
So, dann war es das auch schon wieder für heute. Ja, eine etwas actionreichere Folge. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir werden auf jeden Fall weitermachen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.